Und herzlich willkommen bei Bernd Lambert. Ja, willkommen zurück. Zu einer, nee, bin ich raus, ja. Ah, ihr wisst, was ich meine. Und ja, habt Spaß, wird interessant vielleicht. Zur Folge 40 heute. Wir haben ein kleines Jubiläum. Ah, nur ein kleines. Manfred! Hallo. Ja, also der Trecker ist überholt, das Getriebe ist gewechselt. Ja, da würde ich Ihnen auch die Rechnung stellen. Oh, erzähle. Jetzt falle ich in Ohnmacht bestimmt. Also Getriebe kostet 2600 € Ha? und Abtransport von Feld und wieder zurück zum Hof kosten 400 €. Also dann haben Sie knapp 3000 €, die Sie dann bezahlen müssten. Okay. Ein schön teures Ding, Alter. Ja, der ist auch ziemlich groß, der Traktor, und hat ein fettes Getriebe sitzen. Ja, nee, ist ja Weiß. klar. Also, ich sag dir ganz ehrlich, Manfred, ich habe mit viel, viel mehr gerechnet. Na, ich mag dann so, ich bin ja ein bisschen entgegenkommend. Ich bin Okay. nicht zu teuer, nicht zu billig. Und Okay. habe trotzdem noch für mich noch ein bisschen Gewinn am Start. Okay, warte, dann kriegst du natürlich sofort. Die Überweisung tätige ich sofort. Wie es immer so ist, in diesem Moment, wenn man irgendwas machen will, speichert es. Gut, was ist das? So. So, was hat es jetzt gesagt? Das waren 3000, ja? Genau, glatte 3000. So, ist da. Das ist aber zu viel. Nee, nee, das ist für den Express, was der so schnell funktioniert wieder. Oh, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, okay. Dann düsen wir mal wieder hoch. Das ist ja ein bisschen. Bei Feld 24, ne? Genau. Alles klar. Bis später. Bis später. Ich muss ja mal sagen, Leute, das ist ein Schnäppchen. Ich hätte mit knappen 21.000 gerechnet. Und da tun die 500 € nicht weh. Gut, aber gute Leute, die muss man sich bei Laune halten. Deshalb tut das Trinkgeld nicht weh. Das darf bloß keiner wissen. Sonst kommt hier noch irgendein anderer an und will hier auch, denkt, kriegt auch Trinkgeld, wenn er mir hilft. So, in diesem jetzt mal zurück. Ah ne, ich muss ja nochmal zu Günni hoch. Wir müssen die Felder. Wir müssen das mit den Feldern klären. Günni, bist du oben auf dem Hof? Nee, ich bin gerade auf meinem Feld 4 oben. Bei Feld 4, okay. Dann komme ich jetzt mal schnell zu dir gedüst. Okay. So, ich hau das da auch alles mit BB hin. Ah ne, MB. BM. Ihr wisst, was ich meine. So, Feld 4 hat er gesagt.
Günni? Ja. Bleib mal stehen. Jo, du pass auf, ich gebe die Felder jetzt ab. Und die könntest du dir denn bei der Gemeinde kurz holen dann oder so. Also wir hatten Okay, das gut. ja, das war ja alles mit dem Bürgermeister Ja, schon abgesprochen. genau. Und die wären dann jetzt aktuell, warte. Jetzt frei zum Verkauf. Okay. Wir sind jetzt frei. Da muss ich mich dann gleich mal mit dem Bürgermeister in Verbindung setzen. Genau, dann kannst du sie dir gleich unter den Nagel reißen, hätte ich jetzt feiner gesagt. Aber ist ja für dich Ja. auch besser, dass du hofnah arbeiten kannst. Genau. Ja. Gut, okay. Okay. Und wie macht er sich? War ich Ja, gerade. ganz gut. Ja. Aber ich bin ja noch ein bisschen skeptisch. Also der hat ordentlich Zugkraft, sagen wir es mal so. Ja, okay. Also schlecht sieht er ja nicht aus, ja. Aber ich muss ja sagen, da hat er Bürgermeister sich. Ja, ich will hoffen, dass was das keine linke Sache ist. Was wir hier nicht noch irgendwann die große Rechnung für die Dinger kriegen. Weißt du? Ja. Vor allen Dingen, wie ist denn das? Hat der da, hat, ich weiß ja, hat der da irgendwas gesagt, was mit der Erwartung oder so? Nicht, was das, hast du, bei John Deere nehme ich an, wird es dann schon teuer. Keine Ahnung, also. Oder ob das unser Manfred macht, weiß ich nicht. Ey, du, siehst du, ich muss dir mal sagen, ich hatte ja mein Fendt jetzt in der Werkstatt. Erstmal muss ich sagen, Manfred total schnell und sehr, sehr günstig. Okay. Ich habe für das Getriebe und Wartung und so 3000 Euro bezahlt. Das ist ja ein guter Preis, das ist ein sehr Ja. guter Preis. Wie gesagt, ich habe mit viel, viel mehr gerechnet. Ich hoffe, der bleibt. Nicht, dass er sich Ja. genauso wie Maximilian auf ein anderes Angebot denn stürzt. Ja, aber ich muss sagen, mit denen haben wir echt einen guten Fang gemacht. Als Bürgermeister, als Stellvertreter macht er einen guten Job und als Werkstattmeister natürlich auch. Und So ist es. als Lohnunternehmen, ja, ist er auch spitze. Siehst du Eben. denn, da muss er, da kriegt er ja auch noch was. Ah, das habe ich schon vergessen. Da muss ich gleich mal anfunken, wenn ich unten am Trigger bin. Juti, Ja. dann hast du, dann Okay. weißt du das jetzt erstmal und kannst dich ja dann mit dem Bürgermeister in Verbindung setzen. Ja, das mache ich Du sag dann. mal, wie hieß denn der überhaupt? Das habe ich schon mal vergessen. Wilfried. Wilfried, okay, gut. Nee, nicht, weil ich den mal irgendwas war, nicht, weil ich ihn mit Gottlieb oder so mal anspreche oder so. Oh, das, ich glaube, da würde ich ins Fettnäpfchen treten. Juti, aber ich bin ja jetzt erstmal und ich funke mal kurz Dings an. Okay. Juti, Bis tschüss, später. bis später. So. Manfred? Ja, am Apparat. Du sag mal, du kriegst ja noch Geld von mir. Für was denn? Für die Arbeiten am Feld, Abtransport und so. Ja, hin und zurück koste ich jetzt 100 €. Die Verbindung ist hier gerade ganz schlecht. Kannst du das nochmal wiederholen? Hin und zurück kosten es 100 €. Was kriegst du jetzt insgesamt? Nein, mit dem Fendt, die Rechnung wird ja komplett in eine Rechnung gehen. Und die Ja. Lohnunternehmerrechnung geht dann eine andere. Ja. Es kommt darum an, wie viel mal ich fahren muss. Nee, wie Weil. oft bist du jetzt gefahren aktuell von dem Feld, vor ihm vom Feld? Noch kein Mal.
Doch, du bist doch, wir hatten doch auf Feld 9 und 10 das abgeerntet. Ja, da muss ich mal gerade in die Unterlagen gucken. Gucke da nochmal nach, wie oft du da gefahren bist. Ich glaube, das waren 2 oder 3, na, ich weiß es nicht. Aber, meine lieben, was der liebe Philipp bezahlen muss, erfahrt ihr nämlich in der nächsten Folge, denn die Folge ist schon wieder zu Ende. Deswegen wünschen wir euch allen noch einen angenehmen Abend. Lasst auf jeden Fall ein Abo da für den lieben Marcel und natürlich auch ein Like, wer natürlich auch neu auf dem Kanal ist. Und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, um hier nichts mehr zu verpassen. Und das gesamte Team vom Hof Lambert wünscht euch noch einen angenehmen Abend oder Tag, je nachdem, wenn ihr euch die Folge anschaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschö! Tschö. Tschö. Ey, Böhmeister, darüber müssen wir nochmal reden, Alter. Die Abmoderation mache ich. Aber, liebe Leute, schaut natürlich auch bei ADK vorbei, ja. Natürlich legendär wieder. Ah, der Typ fetzt. So, haut rein, wa, und danke fürs Zuschauen. Jo, ciao. Tschüss.